Ja, wir kommen heute zu einem neuen Spiel. Also ich spiele das zwar schon seit einer ganzen Weile, aber bisher habe ich es noch nicht in meinem Kanal gestreamt. Und das Spiel, um das es heute geht, ist Marvel Puzzle Quest. Es ist auch ein Free-to-Play-Spiel und ich muss sagen, das Free-to-Play-Modell ist aus meiner Sicht ziemlich fair, weil man alles erspielen kann. Details werde ich gleich noch im Spiel erläutern. Und ja, starten wir einfach mal rein und ich erzähle dann auch, was es so an Neuerungen gab, weil seit kurzem gibt es dort noch eine sehr motivierende Erweiterung, was das Kartensammeln angeht. So, ihr habt schon gesehen, auf dem Titelbild waren sozusagen schon drei Charaktere zu sehen. Wenn man sich nach einer Weile wieder einloggt, also mindestens einmal täglich zumindest, für die Dailies, die zeige ich euch heute gleich, gibt es hier sozusagen immer noch dann die Rückmeldung, welche Belohnungen man aufgrund irgendwelcher Events bekommen hat. Hier habe ich jetzt eben ein Token bekommen für die Teilnahme an das X-Men-Anwesen. Da wird es jetzt noch ein paar weitere geben. Genau, da gibt es noch eine ISO-Belohnung und noch ein Standard-Token. Das ist jetzt nochmal eine anderes Event. Und genau, ach ja, genau, klar, das eine war meine persönliche Leistung, das andere war die Allianzleistung, wofür es die hier jetzt gegeben hat. Das hier ist jetzt sozusagen aus dem Rahmen PvP, wo ich in den Top 400 gewesen bin und dafür mehrere Belohnungen bekommen habe. So, also die erste Belohnung, die ihr gesehen habt, ist im Endeffekt aus diesem Bereich hier gewesen. Das Event läuft jetzt noch 2 Tage. Ihr seht hier so eine Auflistung, welche Charakter letztlich sozusagen einen Boost haben. Das heißt, also hier seht ihr es jetzt noch nicht. Das heißt, wenn ihr hier reingeht und in den Kampf geht, dann werden euch hier verschiedene angezeigt. Zum Beispiel Wolverine hat normalerweise, mal gucken, ob das angezeigt wird. Genau, also normal ist der Level Maximum, hat der Level 94 und wird hier jetzt sozusagen um 40 Level verstärkt. Hier ist jetzt gleich eine Besonderheit, diese sozusagen übergeordnete Karte für dieses Event. Da kann man mit mehreren Charakteren spielen, die man selber gar nicht im eigenen Kartenpool hat. Klar, Wolverine habe ich selber. Da würde ich, wenn ich den auswähle, Level 137, weil der bereits etwas verbessert ist. Der hat nämlich inzwischen Level 97. Das ist auch die Neuerung, die Champions, die ich euch gleich noch erklären werde. Und hier gehe ich aber jetzt erstmal auf sozusagen den Standard, der mir zur Verfügung gestellt wird, so wie diese beiden Karten, wie ich letztlich, wie ihr seht, ich kann die anderen eh nicht auswählen. Das heißt, ich muss mit diesen drei Charakteren spielen. Und es ist hier letztlich ziemlich unproblematisch, weil selbst wenn die verletzt werden oder gar sterben, dann könnte ich die Runde gleich nochmal spielen. Also wenn ich versage, weil in dem Fall wird das Event, zeige es hier nochmal kurz. Das Event ist, obwohl hier zwar 4 Belohnungen möglich sind, ist es nur einmal spielbar. Und hier ist auch gleich der erste Unterschied sozusagen zu verschiedenen Kämpfen, weil es gibt 2 Sorten von Gegnern. Einmal sozusagen ja, Standardgegner, die selber auf dem Schlachtfeld nichts bewegen. Und dann Gegner, die letztlich auch solche Charakter sind, die auch auf dem Schlachtfeld Bewegungen durchführen können. Aber das zeige ich euch lieber direkt im Spiel. Die Booster lasse ich letztlich normalerweise einfach zufällig auswählen. Aktuell habe ich 9 von 20 möglichen hier schon wieder eingesammelt. Die bekommt ihr teilweise nach Kämpfen zugeordnet. Die Verstärkung verwende ich überhaupt nicht. Die sind sozusagen alle auf ein Maximum von 30 hier eingeordnet. Aber es ist mir einfach zu umständlich wegen dieser kleinen Verbesserung letztlich. Ja, also diese kleinen Verbesserungen dort ja immer vor dem Kampf auszuwählen, weil es einfach zu sehr auffällt. Bloß weil man hier dann letztlich eine gelbe oder eine rote AP sozusagen zusätzlich hat. Ja, der Gegner bekommt sozusagen diese Teamverstärkung, da kann man nachschauen, was die sozusagen macht. Das heißt, 458 Schaden werden dadurch zugefügt. Und ja, in dem Fall, wenn mehr grüne AP da sind, dann noch mehr. Also wie gesagt, wenn ihr auf Kampf klickt, dann werden die drei letztlich automatisch irgendwie ausgefüllt und das reicht mir normalerweise auch. So, das ist jetzt so ein bisschen der Prolog, der Vorspann.
die Festung der Hand genau dort, wo Fury es sagte. Also ihr wisst ja, dass ich mit dem Charakter gespielt habe, dann wisst ihr auch, wieso das jetzt sozusagen geblockt wurde, weil eben sozusagen die jetzt auch hier in der Geschichte benutzt werden. Ich fand das fast zu einfach, hier reinzukommen. Die Hand rechnet nicht damit, dass sich Leute anschleichen, das ist normalerweise ihre Spezialität. Also das ganze Event ging damit los, dass Wolverine letztlich entführt wurde und einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Und ich glaube, da jetzt hier jetzt schon der vorletzte Tag ist, ich glaube, das Event lief jetzt fast 7 Tage, ist er jetzt wieder befreit und wir starten jetzt letztlich einen Gegenangriff. Wenn du immer noch auf deren Seite bist und das hier eine Falle sein sollte, wirst du das bereuen. Fury hat ganze Arbeit bei mir geleistet und du hast mir sozusagen den hilfreichen Rest gegeben. So eine Gehirnwäsche lässt sich nicht so leicht abschütteln. Das hier ist keine Therapiestunde, Logan. Da hast du recht, denn das hier wird gleich ein Begräbnis sein. So, das sind jetzt sozusagen eben diese 3 Gegner. Wie gesagt, die können hier im Schlachtfeld keine Züge machen, weil das einfach nur Standardgegner sind. Und das heißt, es ist für mich sinnvoll, so zu spielen, dass sozusagen ich auch danach weitere und gute Kombos habe. Natürlich kann ich jetzt erstmal hier die 4er-Kombo machen und mir ein bisschen überlegen, okay, welche Farben brauche ich sozusagen am schnellsten. Also für Wolverine ist natürlich das Grüne gut, weil damit Wildklauen eingesetzt werden können und die Roten am manchem Schlitzer. Was ich sehr praktisch finde, ist der Hagelsturm. Das heißt, ich werde so schnell wie möglich versuchen, hier diese 9 Schwarzen zusammenbekommen. Das heißt, hier hätte ich schon mal 4. Und danach kann ich hier noch die 3er-Kombo dann als nächstes machen. Und dann fehlt mir letztlich nur noch eine 3er-Kombo, womit ich auf jeden Fall genug Schwarze zusammen hätte. Mal schauen, wie schnell das klappt. Und ja, am besten, ich fange erstmal an zu spielen und dann werdet ihr schon einige Sachen noch sehen. Ja. Aufgrund der hohen Levelstärken letztlich von den aktuellen Charakteren. So, dann habe ich da jetzt die Combo. Hier wollte ich ja die andere machen. Da bekomme ich dann gleich noch hier eine 4er-Kombo als Möglichkeit, aber vorher jetzt mal den Hagelsturm, weil der hat sozusagen in der Folgeerscheinung, weil jetzt hier jedes von diesen einzelnen Feldern fügt dem Gegner 26 Schaden zu nach einer Runde. Und ja, können wir gleich mal schauen, während die 332 und jetzt nochmal 728 Schaden dazu. Also das ist schon ganz ordentlich. So, jetzt haben die ihre Shurikens eingesetzt, da kann ich hier gleich welche zerstören. Da ist es jetzt nochmal wichtig nachzuschauen, welcher von den Gegnern letztlich die Shurikens abgeschossen hat. Also es ist tatsächlich der hier, den ich gerade bearbeite. Das heißt, innerhalb von 2 Runden sollte ich in der Lage sein, den so zu vernichten. Weil wenn ich hier jetzt nochmal die schwarze Kombo benutzen kann und letztlich auch den Rest des Schlachtfeldes, also den Schlagstock werde ich mal noch vorher aktivieren, weil der funktioniert immer wieder so, dass ich einen von den Gegnern betäuben kann und jedes Mal, wenn der Gegner betäubt ist, dann ist es so, dass auch seine Counter nicht runtergezählt werden, auch wenn die Gruppe am Zug gewesen ist. So, jetzt den Hagelsturm nochmal drauflegen. Das heißt, jetzt sind nahezu alle Felder, also es sind alle Felder bis auf diese Teamverstärkung, die letztlich eben für diese Zusatzsachen hier notwendig sind. Das waren die Extrakarten, die da ausgewählt wurden. Während die anderen natürlich eben einfach die Farbbedeutung haben für die Sondersachen. Aber das heißt, es wird jetzt ziemlich schnell gehen, sozusagen diese einzelnen Kontrahenten auszuschalten. Okay, ihr seht schon, da hat er jetzt wieder mehrere aktiviert. Mal gucken, von wem. Also es ist der Konran, der letztlich alle Counter, die von dem Team aktiv sind, aktiviert hat. Aber die 2 hier kann ich jetzt wieder direkt zerstören. Und hier kann ich euch jetzt auch gleich zeigen, weil es ist so, also eine 4er-Kombo löscht einfach die ganze waagerechte oder senkrechte Zeile, in der sie gebildet wird. Noch spannender ist allerdings, wenn ihr eine Kombo macht, die letztlich mindestens 5 Teile umfasst, es können auch mal mehr sein, je nachdem wie sich das auf dem Schlachtfeld macht, aber die gibt euch letztlich einen extra Zug. Das heißt,
Das heißt, da bildet sich dann Diamant, der, hier seht ihr es zum Beispiel, also so ein Diamant, so ein Multiteil erhöht erstmal den Schaden, den ihr generell mit der Kombination auslösen könnt. Und eben, wie gesagt, euer Zug endet nicht und ihr könnt dann noch einen Zug machen. Aber jetzt aktiviere ich erstmal noch den Hinterhalt. Ja, wobei der Hinterhalt nützt nichts, weil die Feinde selber können den ja nicht aktivieren. Aber ich kann ihn selber aktivieren und dann habe ich immer noch einen Schaden von 2000 Schadenspunkten und er wird auch erneut, ich glaube, er wird neuer eingestellt. Bin ich bloß mal gespannt, wie er das macht, weil es sind ja jetzt aktuell keine roten Teile mehr frei. Das heißt, okay, er wurde dann nicht wieder eingestellt. Gut. So, genau, das war jetzt das Auslösen vom Schlagstock, weswegen der jetzt auch wieder eingefroren ist, aber mit der Kombo hier und dann letztlich dem Schaden, der jetzt hier gleich ausgelöst wurde. Da war sozusagen die 55 mal letztlich dann drei Teile. Ich denke, da wird dann auch als Geld gerechnet und das dann letztlich vierfacher Schaden. Weil das war jetzt eben, die gelbe Kombo ist aktuell Logan. Also ihr seht auch hier verschiedene Symbole. Das DD ist letztlich hier das von der Devil, die Kombos. Das heißt, jeweils wer sozusagen die höchsten Trefferpunkte hat, der hat 53 bei Lila. Deswegen ist hier er der höchste. Während Schwarz zum Beispiel, der hat bei Schwarz nur 11. Während Storm hat 41 bei Schwarz und Wolverine nur 11. Das heißt, deswegen ist natürlich ihr Symbol dann auf den schwarzen Kugeln und so weiter. Das heißt, wenn ihr einen von euren Helden letztlich im Kampf verlieren solltet, dann ist immer das Problem, dass ihr damit auch sozusagen einen Multiplikator, also da, wo der am besten war, auch mit verliert. So, jetzt kann ich hier einmal noch die Wildklauen einsetzen. Da werden dann auch noch gleich zwei Angriffsteile erzeugt. Das seht ihr jetzt gleich, also hier, die auch jeweils dann den Angriffswert wieder verstärken. Und ja, jetzt ist der sowieso ziemlich schnell hinüber, das heißt noch maximal zwei Runden dürfte es dauern, bis der von mir geschafft wurde und dann zu Boden geht, so wie die anderen beiden ja es bereits sind. So, jetzt kann ich zumindest hier auch gleich eine Vierer-Kombo machen und ihn dann jetzt zum letzten Angriff. So, das war letztlich jetzt schon sozusagen das Über-Event, beziehungsweise auf dieser übergeordneten Karte. So, danach werden wir niemanden mehr überraschen. Egal, dann schlagen wir eben direkt zu. So, das sozusagen die kleinen Bestandteile, sozusagen solche kleinen Dialoge, die eventuell so ein Event einleiten oder halt einfach begleiten, um eine Geschichte zu erzählen. Ihr seht jetzt hier schon sozusagen für dieses Event habe ich inzwischen also 12.579 Punkte letztlich schon gesammelt. Für die eine Mission bekomme ich, habe ich jetzt 200 dazu bekommen. Und wenn ich 16.000 erreiche, dann bekomme ich die nächste Stufe, das was, also im Gegensatz zu dem, was ihr jetzt am Anfang gesehen habt, wo die endgültigen Belohnungen sind, waren das hier so Stufenbelohnungen, die direkt ausgezahlt werden. Und nochmal 200 ISO allein dafür, dass ich das Spiel abgeschlossen habe. Hier ist es so, wenn ihr, also jeden Tag, an dem ihr spielt, bekommt ihr nach dem ersten Spiel, das ihr gemacht habt, bekommt ihr letztlich diese Tagesbonus. Einmal, wenn ihr in der Allianz seid, bekommt ihr letztlich bis zu 200 zusätzlichen Kristallen, die ihr braucht zum Beispiel, um eure Charakter aufzuleveln. Und zusätzlich gibt es dann noch eine Standard, das ist jetzt für mich nicht so spannend, weil wie gesagt, die verwende ich eh nicht. Und hier seht ihr dann sozusagen die Belohnung. Ihr seht jetzt auch, wie lange ich letztlich hier schon spiele. 116 Tage. Hier ist es unabhängig davon, ob ihr am Stück spielt oder nicht. Das heißt, an den Tagen, wo ihr nicht spielt, dann bekommt ihr halt einfach die Belohnung nicht und kommt an diese Belohnung auch nicht mehr heran. Insgesamt dauert es noch also 3 Tage bis hier, 5 Tage, bis ich wieder 100 Geldeinheiten bekomme. Das ist sozusagen die Premium-Währung, die es letztlich auch gegen Geld zu kaufen gibt. Aber wie gesagt, das ist ziemlich fair, weil ihr könnt diese Währung auch erspielen. Aber es dauert, wie es halt so meistens ist, müsst ihr viel Zeit investieren, um wirklich an solche Stellen zu kommen. Also
Ihr seht jetzt, das eine ist, wie ich schon gesagt habe, das war nur einmal spielbar, obwohl hier noch andere Gewinne sozusagen in Aussicht stehen würden. Habe ich mit 200 ISO letztlich auch schon eins der besten bekommen. Also 70 und 100 ist noch ein ISO dort mit drin und es war so ein graues Token, wo man einen Stern oder besser bekommt. Das zeige ich euch dann auch gleich. Jetzt hier nochmal kurz zu zeigen, die Eventbelohnung. Das eine, was ihr gerade gesehen habt, also hier von, das war sozusagen die letzte Belohnung, die ich bekommen habe bei 11.800 und die bei 16.000 gibt es jetzt die nächste. Hier seht ihr noch so ein paar Belohnungen, die im Laufe des Events noch sind. Und hier seht ihr, es ist hier auch ziemlich aufwendig, letztlich Heldenpunkte zu bekommen, diese Goldwährung, weil da muss ich sozusagen noch etliche Spiele voranschreiten. Neben diesen sozusagen direkten Belohnungen gibt es dann eben auch am Ende des Events das, was ihr eben am Anfang gesehen habt, dass ich ja einen bestimmten Rang erreicht habe. Und mal gucken, aktuell bin ich auf Rang 443, das heißt, ich würde letztlich 3 Standard-Token bekommen und 250 ISO. Mal sehen, ob ich mich da noch verbessern oder halt zumindest die Position auch halten kann. Eine Stufe höher würde ich dann sogar noch ein Tor bekommen, statt dieser 3 Standard-Tokens. Und ja, des Weiteren gibt es hier eben noch die dazu getrennten Allianz-Belohnungen. Das heißt, wenn ihr mit eurer Allianz, ich muss mal gucken, wo wir aktuell stehen, okay, bei 2269, die Allianzbelohnung wird euch auch nochmal helfen, also wenn ihr eine sehr aktive Allianz habt, die ziemlich gut spielt, dann besteht hier auch nochmal die Möglichkeit, in die Tokens letztlich zu kommen. Aber auch das, ja, im Moment wäre für mich hier einfach nur die 250 ISO. Es ist zumindest sinnvoll, überhaupt in der Allianz zu sein, um sozusagen solche Belohnungen hier noch mitzunehmen. Auch wenn ihr vielleicht nicht ganz so hoch einsteigen könnt oder gar nicht so oft spielen wollt. So, das, was ich jetzt gerade freigeschaltet habe, ist sozusagen die Untermission. Also, okay, da ist jetzt noch eine Sache abgeschlossen gewesen. Also sozusagen jede von diesen Tagesmissionen hat eine 24-Stunden-Karte freigeschaltet, die letztlich hier aus mehreren Einzelmissionen besteht. Das ist die Anfangsmission, die zeige ich euch jetzt gleich mal noch. Dazu hier auch wieder, also diese Tagesgeschichte hat auch wieder Einzelbelohnungen, keine stufenweisen, also nicht so wie bei dem anderen. Das läuft alles in die übergeordnete, in das übergeordnete Event. Aber wenn ihr hier sozusagen innerhalb dieser 24 Stunden in diese Ränge kommt, dann habt ihr hier auch nochmal die Möglichkeit, einige Token zu bekommen. Und ab Rang 50, was, wenn ihr ein paar gute Karten habt und gut spielen könnt, durchaus möglich ist, das zu erreichen. Ich denke auch, es wird tatsächlich hier sozusagen begrenzt. Das heißt, in dem Moment, wo ihr schon einsteigt, seid ihr schon auf Level 1000. Bei der Allianz wahrscheinlich weniger. Die Allianzen sind, soweit ich weiß, sind die letztlich übergreifend, aber die Spieler, die sind sozusagen immer in einer begrenzten Gruppe. Das heißt, es werden nicht alle Spieler sozusagen in ein Event geworfen. Aber jetzt hier kann ich euch nochmal ein bisschen zeigen, wie das dann aussieht, wenn die Charakter eben nicht gesperrt sind. Hier nochmal die Informationen, welche Charakter sozusagen hochgelevelt sind, also Spezialboni haben im Sinne, dass sie deutlich höhere Level bekommen. Eben aktuell habe ich hier 96 und das effektive Level in dieser Karte wäre 152. Aktuell, das ist jetzt vor allen Dingen schön, dass ich jetzt ihn wieder, dass ich Logan benutzen kann, weil normal meine Lieblingskombination ist letztlich Darken, Logan und dann je nachdem, entweder spiele ich mit Hawkeye zusammen, weil er einen guten Bonus hat für 5er-Kombos, oder ich verwende aktuell hier meinen Iron Man mit den 3 Sternen, weil der zum Beispiel auch noch die Fähigkeit hat, das Aufladen hier, weil damit kann ich, wenn ich diese Fähigkeit aktiviere, nach 2 Gelb-Kombos, bekomme ich insgesamt bis zu 9 roten Angriffspunkten und die kombinieren sich eben wiederum sehr gut, zum Beispiel mit Wolverines Fähigkeiten, dem Amantium-Schlitzer, das heißt, ich brauche eine Rot-Kombo und dann habe ich schon 12 von diesem Amantium-Schlitzer dabei und ihr seht, dadurch, dass der ja jetzt hier eigentlich nicht effektiv Level 97 spielt, sondern effektiv Level, was war das, 100, 137,
Dadurch bekomme ich hier schon 4000 Schaden, also 4100 Schaden verursacht. Der Grund, warum ich gerne mit Darken und Wolverine spiele, sind ihre Fähigkeiten, um sich selbst zu heilen. Also Darken heilt sich automatisch, soweit genug blaue Teile auf dem Spielfeld sind. Bei Wolverine ist es so, dass ich ihn zumindest heilen kann, wenn ich Gelb-Kombos mache und er sich dann sozusagen jeweils heilt. So, dann zeige ich euch jetzt mal gucken, das waren glaube ich alles Passive, genau. Dann zeige ich euch einfach nochmal hier, wie ich mit denen spiele. Sozusagen das jetzt wieder die Kommentare. Mein Kopf war schon wirr, bevor die Hand darin herumgefuscht hat. Kann ich mir vorstellen. Aber was sie getan haben, Logan, ich weiß, dass du dich dazu verpflichtet fühlst, aber es geht hier nicht um Entschuldigung. Lass uns einfach Elektra finden, okay? Das ist sozusagen beim Versuch, Logan zu retten, ist jetzt Elektra entführt worden. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, sozusagen die ganzen Einzelgeschichten bekommt ihr teilweise nur zu Gesicht, wenn ihr wirklich alle Missionen sozusagen in dieser Stufe mindestens einmal angespielt habt. Und dazu müsst ihr einige Missionen auch erst freischalten. Aber das seht ihr gleich, wenn wir die Mission hier geschafft haben. So, jetzt wie gesagt, als erstes mache ich gleich mal die Gelb-Kombo. Dann kann ich nämlich Iron Man dazu aktivieren, um ihn aufzuladen und dann ziemlich schnell auch die erste Mannschirmschlitzer-Fähigkeit einzusetzen, weil ich brauche jetzt bloß noch die eine rote dazu. Da das hier alles Standard-Schergen sind, können die mir in der Hinsicht auch nicht gefährlich werden. Also, dass sie sozusagen mein Spielfeld irgendwie stören und irgendwo meine Planung durchkreuzen. So, dann jetzt hier noch letztlich gleich noch grünen Kombos dazu, damit ich den Schlitzer einsetzen kann. So, der Nachteil ist natürlich, dass Iron Man hierbei sozusagen eingefroren wird für zwei Runden, was aber umgekehrt an der Stelle jetzt für mich gar kein Problem ist, weil ich ihn ja eh nicht nutze. So, das heißt, ich kann jetzt hier gleich mal den ersten ausschalten, der da letztlich auch einen Teil hier auf dem Feld aktiviert hat und kann dann, ja, mal schauen. Also wie gesagt, das Einzige, was ich haben möchte, ist zum einen die Grünen. Da gibt es übrigens auch noch eine gute Ergänzung zwischen Darken, also Darken und Wolverine. Weil jedes Mal, wenn ich eine grüne Kombo mache, sammle ich sozusagen Teile hierfür. Aber dafür und Darken selber hat die Fähigkeit, genau, die ist auch passiv. Das heißt, bei jeder grünen Kombo, obwohl es hier zwar eigentlich lila steht, aber dadurch wird dann ein so ein Feld, also ein so ein Angriffsteil erzeugt, die wiederum wichtig sind für die Fähigkeit chemische Reaktion. Das ist sozusagen die einzig aktive Fähigkeit, weil das Heilen und das Erzeugen sind passive Fähigkeiten, die immer aktiv sind und wofür die keine AP kosten. Und sobald ich die hier aktivieren kann, werden letztlich vier oder bis zu vier von diesen Schwertern gelöscht. Und ihr seht, es hat ziemlich hohe Schadensquoten, 500 Grundschaden plus fast 400 Schaden für jedes von diesen Schwertern, was dann vernichtet wird. Also das entspricht aktuell etwa dem Schaden, den die Schwerter in 10 Runden machen würden. Und daher ist es einfach sinnvoller, das sozusagen in der Form zu aktivieren. Wie ich sehe, kann ich hier jetzt sogar eine 5er-Kombo auslösen. Das ist eben schön, dass die nicht dazwischen fuschen und ich dann einfach sagen kann, okay, hier zack, gleich ziemlich hohen Schaden erzeugen. So, der ist jetzt der Einzige, der da noch übrig ist, weswegen ich dann an der Stelle, gut, das ist jetzt ein bisschen schade, weil wenn der jetzt hier durch die Viererlinie einfach zerstört wird, dann bekomme ich da natürlich keine, also nicht den Multiplikatoreffekt. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal erstmal darüber ziehen und die Kombo noch stehen lassen. Vielleicht kann ich die ja doch noch einsetzen, bevor sozusagen die Runde ohnehin zu Ende ist. Also ja, klar, kann ich. Also ich kann es hier zwischen die Roten ziehen, das heißt, hier seht ihr wieder 63 und dann 790 Schaden insgesamt. So, jetzt muss ich mir bloß mal überlegen, wie ich den letztlich klein bekomme, bevor die letzte Runde vorbei ist, weil das wird gerade ein bisschen knapp.
weil dann kassiert letztlich einer 1000 Schaden. Dann kann ich euch jetzt gleich mal zeigen, was der Vorteil ist, weil ich kann mir jetzt hier aussuchen, welche Combo ich mache. Und statt zum Beispiel jetzt eine Wolverine-Combo zu machen, also hier, also Iron Man taucht als Combo-Teilnehmer gar nicht auf, weil der keine Farbe hat, die sozusagen die höchste Angriffsstärke hat. Und statt jetzt hier, wie gesagt, eine Wolverine-Combo zu machen, sorge ich dafür, dass Darken vorne steht. Und dann kann ich euch zeigen, wie ich den nämlich später auch wieder aufheilen kann, ohne dass ich irgendwie warten muss, bis der wieder geheilt ist. So, das seht ihr jetzt gleich noch. Er hat jetzt schon 203 sozusagen Punkte wieder bekommen für die Heilung. Okay, jetzt ist der sowieso geschafft. Das heißt, die Runde ist beendet und ja. So. Da fällt mir ein, es hat ihr nicht gefallen, dass die Hand hinter dir her war. Uns verbindet eine komplizierte Geschichte. Also ist wieder von Elektra die Rede. Sie scheint mir nicht sonderlich sentimental zu sein. Ohne Kommentar. So. Also das sind jetzt sozusagen die ersten 180 Punkte aus diesem Runde und ihr seht, dass sozusagen dieses Unterevent, die Festung der Hand, sozusagen die Punkte auch in diese Staatsfeind, in das Gesamtergebnis sozusagen übertragen werden. So, das ist jetzt die Belohnung sozusagen für das Event. Es ist so, jedes Mal, wenn ihr eine dieser Missionen zum ersten Mal spielt, weil insgesamt, insgesamt seht ihr, es gibt 4 Belohnungen. Die erste Belohnung ist garantiert, eine von diesen 4 Belohnungen, die hier angezeigt werden, also in dem Fall, weil es halt 4 unterschiedliche sind, es kann auch unterschiedliche Anzahl von Belohnungen geben. Das Problem ist, sobald ihr das ein zweites Mal spielt, das zeige ich euch auch gleich, mal sehen, dann kann es auch sein, dass ihr nämlich keine Belohnung bekommt und letztlich nur 20 ISO-Punkte. So, jetzt brauche ich es nicht nochmal vorzulesen, weil das habt ihr jetzt schon gesehen. Und jetzt steige ich hier auch gleich wieder ein bisschen schneller ein. Also das Darken werdet ihr jetzt sehen, dass der sich nach und nach wieder heilt. Jedes Mal, wenn ich wieder dran bin und genügend blaue Punkte sind. Deswegen ist es immer praktisch, wenn ein größerer Schaden anfällt und noch Zeit ist, den nach vorne zu holen. Einfach egal wie viele Combo oder Folgekombos ihr hier schafft, auch wenn zum Beispiel ihr eine Doppelkombo habt, also mal angenommen, das hier wäre jetzt Darken, auch wenn hier Wolverine ist, und das hier wäre Wolverine, dann ist es so, wenn ich das Teil nach rechts ziehe, obwohl beide Kombos natürlich entstehen, gilt die Kombo, die ich aktiv bewirke, als derjenige, der vorne steht. Das heißt, wenn das Darken wäre, würde Darken vorne stehen. Und wenn ich natürlich Wolverine zuerst ziehe, dann gilt das als Hauptkombo und dann steht Wolverine vorne. Also das ist so vom strategischen Aspekt auf jeden Fall wichtig zu beachten. Zum Beispiel auch hier, den ziehe ich jetzt rüber, mache damit eine Darken-Kombo. Dann ist zwar noch eine Kombo für Wolverine, die sozusagen entstanden ist, aber trotzdem kommt Darken wieder nach vorne. Das heißt, bei Eingriffen, die sozusagen nur eine Person betreffen, ist es immer wichtig, dann aufzupassen, welche von den Kombos als erste ausgelöst werden. So, jetzt kann ich damit schon mal die Schlitzer bedienen. Da habe ich jetzt auch schon 6 rote, weswegen dann auch gleich 3 Schwerter gebildet werden. Okay, da ist nicht sinnvoll, jetzt den zu nehmen, weil ich habe ja doch eine ganze Menge Schaden, die der austeilen kann. So, damit sind jetzt weitere rote Bausteine hier. Was ich jetzt noch brauche, sind noch mindestens 2 blaue Teile, die ich hier entsprechend kombiniere. Und dann ist nämlich die Fähigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, und zwar das hier von Darken aktiv. Und in Summe macht es knapp 2000 Schaden. Das heißt, ich kann jetzt letztlich den hier schon ausschalten, allein mit dem einen Angriff von ihm. So, da seht ihr, ist der auch schon besiegt. Die Schaden können natürlich nicht über das Maximum sozusagen hinausgehen. Also, wenn ihr sozusagen überpowert, dann seht ihr nicht, wie viel Schaden ihr tatsächlich angerichtet habt, sondern es wird nur der Schaden angezeigt, der sich noch auf diese Figur auswirken kann. Und letztlich ist es jetzt schon nahezu vorbei, was die Angriffsstärken hier angeht. So, das sind jetzt nochmal 57 Schaden. Okay, das 57 wäre normalerweise, wäre auch gerade ausreichend, weil das wären
150, 171, genau. So. Wie ihr seht, aber es ist bei dem Lebenspunkt natürlich gedeckelt. Und damit mal schauen, also das zeige ich euch auch gleich nochmal. Beim ersten Mal haben wir ja 180 Punkte, oder habe ich 180 Punkte hier bekommen für das Event oder für die Mission. Jetzt sind es nur noch 150. Okay, ich habe Glück gehabt, ich bekomme jetzt sozusagen noch eine zweite Belohnung aus diesem aus dieser leichten Runde. Ihr seht nämlich hier, also das ist jetzt jeweils immer um 30 Punkte runtergegangen. Und sozusagen die Punktzahl, das geht dann tatsächlich bis auf 1 runter. Das heißt, ihr würdet dann für jedes Mal, wenn ihr dieses Level wiederholt, nur einen Punkt bekommen. Das heißt, es lohnt sich letztlich dann irgendwann nicht mehr. Aber aktuell sowohl einmal, weil ich natürlich versuchen möchte, noch die anderen Belohnungen hier einzukassieren. Also die 200 ISO und die 70 müssten noch aufstehen, genau. Und dann natürlich auch die Punkte abzugreifen, weil im Moment riskiere ich hier ziemlich wenig, weil die Mission ist sehr einfach. Was dann sozusagen erst spannend wird, wenn ihr auch die passenden Charakter habt. Okay, das ist eine Welle mit Rocket und Groot, weil hier braucht ihr Spezialcharaktere. Das heißt, es ist immer ein Hauptcharakter, der auf jeden Fall verpflichtend ist, den ihr haben müsst, um diese Mission spielen zu können. Rocket und Groot habe ich aber nicht, weswegen ich die Mission nicht spielen kann. Ebenso Iceman, den ich nicht habe. Aber hier ist im Endeffekt Storm Classic, genau, die habe ich. Das heißt, die Mission kann ich spielen. Jetzt muss ich bloß nochmal gucken, was jetzt hier für Feinde waren. Also ihr seht, hier gibt es einen Charakter. Das heißt, da seht ihr jetzt auch gleich, also ich zeige es euch gleich mal, wie der auf dem Spielfeld letztlich ziehen kann. Und ich werde dort als Kombination... Ja, ich werde mal Wolverine lassen, aktivierbar in dem Fall aber mit Ares, einfach damit ich einen hohen Schadenswert habe für alle Kombos, die dort sozusagen möglich sind. Und vor allen Dingen, dass ich Gorgon so schnell wie möglich ausschalte. Also hier ist schon mal sehr schön, als Begrüßung bekomme ich sozusagen gleich eine 5er-Kombo. Das heißt, er kommt nicht zum Zuge. Da der jetzt erhalten bleibt, kann ich hier gleich die nächste 5er-Kombo auslösen. Und ja, entsprechende Schadenswerte sozusagen verteilen. Jetzt muss ich mir noch ein bisschen überlegen, mit welchen Angriffen ich tatsächlich als erstes aktiv werden will. Was sehr praktisch ist, ist natürlich hier der Ansturm, weil der kostet nur 5 Punkte und macht doch ziemlich viel Schaden, weil je Punkt 300 Angriffsschaden, das heißt allein mit 10 grünen Punkten habe ich hier schon einen Schadenswert von 3000. Aber aktuell ist es mir wichtiger, so eine 4er-Kombo zu machen, einfach auch um die roten Punkte einzusammeln. Und dann schauen wir gleich mal weiter. So, hier ist es jetzt natürlich schön, mehrere Folgekombos zu haben. Das heißt, ich kann einmal diese 3er-Kombo, also mit den Teilen machen, dann die grüne Kombo, die hier entsteht, dann die Gelb-Kombo, die dort entsteht, und ja, den Rest werde ich dann mal schauen, was sozusagen dann noch übrig bleibt. Okay, da noch 2 neue Kombos. Und hier hat er mir jetzt wieder eine 5er-Kombo geschenkt. Das ist in dem Fall, wenn die eingreifen können, meistens nicht so häufig, dass das tatsächlich klappt. So, jetzt habe ich hier natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit. Entscheide ich mich jetzt, die 4er-Kombo zu machen, mache ich die 4er-Kombo kaputt, indem ich die aktiviere. Also tendenziell würde ich immer so vorgehen, wenn es nicht wirklich eine ganz anderen Spezialkombo gibt, die sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn ich jetzt hier die 4er-Kombo reinziehe, dann geht natürlich die ganze Reihe kaputt und ich bräuchte hier ein lila Feld. Da ist derzeit die Chance 1:7, dass ich tatsächlich ein lila Kombo-Teil bekomme, damit es aufgelöst wird. Aber ihr seht auch, die lila würde ziemlich wenig bringen, weil die hat mit Ares nur 12 Schadenspunkte. Während hier natürlich 67 Schaden verursacht werden können. Das heißt, ich werde mich auf jeden Fall entscheiden, natürlich die Blau-Kombo zu machen, einfach um Gorgon möglichst schnell zu erledigen. So, was ich jetzt nochmal ein bisschen schauen kann, okay, hier kann ich noch die Blau und Grün letztlich verwenden. Der Jezorn-Wirbelsturm ist wieder nur eine passive Fähigkeit, das heißt, die wird halt ausgelöst, wenn bestimmte Schadenswerte auf die Teammitglieder gemacht werden, aber 20% Schaden ist schon eine ganze Menge, bevor das ausgelöst wird.
Deshalb ist jetzt primär, dass ich schaue, dass ich eben die grünen Kombos mache, die jetzt hier auch schon als Info aufleuchten, damit ich den Ansturm benutzen kann. Das heißt, bei 6 mal 3 bin ich bei 1800. Ja, da seht ihr schon, da ist es jetzt gerade ausgelöst worden, weil Sturm einen ziemlich großen Schaden abbekommen hat. Aber umgekehrt, ich kann jetzt auf jeden Fall Gorgon letztlich erledigen und ihn beseitigen, sodass er mir nicht mehr hier im Spielfeld rumfuschen kann. Und der Vorteil ist jetzt, ich bin eben wieder frei, in sozusagen die Kombos vorzubereiten, weil keiner von den beiden jetzt noch aufs Spielfeld direkt eingreifen kann, sondern nur indirekt durch eben durch diese verschiedenen Kombo-Möglichkeiten oder verschiedenen Aktivierungsteile. Ja, das wird jetzt schon ein bisschen schwierig, weil mit dem Schaden, also beziehungsweise ist es mir wahrscheinlich nicht möglich, die beiden dort jetzt noch so ohne weiteres rechtzeitig wieder wegzubekommen, weil dazu bräuchte ich jetzt noch eine andere Kombo oder eine andere Fähigkeit zum Auslösen. Ja, das Betäuben wäre natürlich praktisch, aber auch das wird so schnell nicht hinkommen. Okay, schauen wir einfach mal, was noch für Kombos mit dazukommen. Ah, das ist natürlich praktisch. Also wenn es keine Kombo-Möglichkeiten mehr gibt, dann wird das Spielfeld sozusagen einfach gewechselt und neu gemischt. Ja, hier ist jetzt das einzige Problem, dass hier zwar eine Vierer-Kombo ist, aber ich die beiden trotzdem nicht auflösen kann. Und hier muss ich jetzt auch so rechtzeitig vorplanen, weil die Sache ist, in dem Moment, wo sich die Timer ablaufen, werden die Teile aufgelöst. Das heißt, die Reihe fällt ein Stück nach unten und ich verliere die Möglichkeit, letztlich dieses Teil hier noch sozusagen zu vermeiden. Und was zumindest ganz praktisch ist, Rot ist eine Kombo von Ares. Das heißt, Ares kommt nach vorne und muss dann letztlich 800 Schaden einstecken, was bei ihm dann insgesamt nur 10% sind. Das sollte jetzt kein größeres Problem sein. So. Okay, das lohnt sich jetzt nicht, das einzusetzen, weil ich denke, ich kriege die beiden auch so ganz gut hinüber. Genau, dann kann ich mich weiter um Shinobi kümmern, während sozusagen das Teil, was Koran da erzeugt hat, letztlich verschwindet. So, jetzt seht ihr wieder, ich habe hier eine ganze Reihe an Kombo-Möglichkeiten. Also hier sind jetzt erstmal ein Vierer, dann kann ich den Vierer machen. Und die Raserei, ja... Da warte ich lieber den Amantium-Schlitzer ab, weil ich denke, dass der mir einfach mehr Schaden bringt an der Stelle. So, dann jetzt die nächste Vierer-Kombo. Und jetzt kann ich letztlich hier gleich noch eine Kombination machen. So. Dann würde ich, also das Verbrennen nutze ich normalerweise nicht, weil der eben auf sich selbst ziemlichen Schaden zufügt. Auch wenn der eventuell geheilt werden kann, ist das Problem, wenn ihr das zu einem Zeitpunkt macht, wo das Spiel dann beendet wird, dann wird natürlich dieses Countdown-Teil nicht mehr ausgelöst und dann bleibt der Lebensverlust letztlich auch wieder erhalten, was irgendwie alles nicht so optimal ist. Dafür hat er allerdings natürlich auch im Verhältnis ziemlich hohe Lebenspunkte. Aber Raserei werde ich jetzt auf jeden Fall benutzen, weil dann ist der Shinobi ziemlich bald ausgeschaltet. Naja, genau, das geht ja auf alle, aber Shinobi ist dann trotzdem bald ausgeschaltet. Und jetzt muss ich nochmal nachschauen, okay, der eine ist von ihm ein Teil. Also ihr seht ja, wenn ich die anklicke und dann die gewechselt sind, der nach vorne kommt, dessen Teile leuchten auf, damit ich weiß, zu wem welche Teile letztlich gehören. Man kann zwar auch über die Info teilweise rausfinden, aber dann sehen die auch wieder so ähnlich aus, weil die haben, mal gucken, Shinobi, ja, hier steht im Endeffekt einfach nur, gut, okay, da steht Koran und dann ist das natürlich der andere. Aber es ist einfacher, einfach die über das Wechseln sozusagen herauszubekommen. So, jetzt habe ich hier noch den Wirbelsturm. Ja, damit ist dann sozusagen schon ziemlich bald das Spiel entschieden. Und ja, jetzt ist nur noch der eine da mit 200 Schaden, die letztlich ziemlich schnell aufgelöst werden sollten. Also ihr seht hier, die Sturm-Kombo bringt ziemlich wenig Schaden, das lohnt sich jetzt gar nicht. Das heißt, ich mache lieber hier noch die Kombo mit Ares und dann ist die Sache auch schon abgeschlossen.
So, das hat jetzt schon 666 Punkte gebracht. Auch die kann ich ein paar Mal spielen. Ich bekomme wieder letztlich die höchste ISO-Belohnung. Das ist schon mal sehr schön. Was jetzt hier noch zu beachten ist, ich habe es nicht mehr im Kopf, was hier vorher stand, aber soweit ich weiß, gehen die Level hoch. Also die Gegner werden stärker, jeweils wenn ihr, wenn ihr das viermal gewonnen habt. Und dann bleiben die, glaube ich, auf der Stufe, die sie dann erreicht haben. So, wie gesagt, die beiden kann ich eh nicht spielen. Das heißt, die nächste Stufe wäre hier. Okay, zwei Wellen mit 36 bis 43, das sollte noch ziemlich leicht zu schaffen sein. Da würde ich jetzt auf jeden Fall neben Wolverine, Darken und hier tatsächlich lieber auf Hawkeye zurückgreifen, weil der hat, wenn ich so eine Fünfer-Kombo mache, und ich hoffe, dass es eben normale Gegner sind und keine Charaktergegner, dann kann ich Fünfer-Kombos konstruieren und vorbereiten und dann bekomme ich eben hier vier Teile, also vier lila Teile werden in Counter umgewandelt und ermöglichen insgesamt nochmal 4000 Schaden. Das heißt, die dann nach und nach verteilt werden. So, schauen wir mal, ob es... Ah, jetzt habe ich so wenig, sozusagen so wenig Zuteile oder halt Fähigkeiten, die dort gesammelt sind, weil viele sind dann gesperrt, wenn man bestimmte Charakter einsetzt, weswegen die dann nicht aktiviert werden können. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es am schnellsten, eine Fünfer-Kombo zu konstruieren? Und ich muss immer ein bisschen darauf achten, okay, der Taizu sollte ich auf jeden Fall als letztes killen, weil der halt in dem Moment, wo er stirbt, letztlich noch solche Angriffsteile, solche Induktionsteile hinterlässt. Da ist es sinnvoller, letztlich hier die anderen zwei Shinobis zuerst zu killen und dann weiterzuschauen. So, ja, schön wäre es jetzt, wenn ich die zwei oder vielmehr die Dreiergruppe hier eins runterbekommen würde, aber da ist leider keine Combo für da. Das heißt, ich fange jetzt erstmal hier an, sozusagen die Blau-Kombos zu machen. Und ja. So, jetzt fangen wir natürlich gleich an mit ihren Rot-Kombos, das heißt, ich muss auch vorbereiten, dass ich letztlich diese Teile dann irgendwie wieder vernichtet bekomme. Und schauen wir mal, ob ich Glück habe, an welcher Stelle sie das... Okay, das ist jetzt schon mal eine ganz gute Stelle, weil da kann ich es auf jeden Fall auslösen. Aber da sie natürlich noch weiterhin aktiv sind, werde ich dann noch einen Moment mit warten, falls sich hier doch noch Kombinationen ergeben. Okay, ich kann jetzt keinen weiteren dort mit reinziehen. Dann gilt es erstmal, den aufzulösen und zu hoffen, dass ich irgendwie hier auch nochmal eine Kombo hinbekomme. Ihr seht schon, das wird schon etwas schwierig. Jetzt muss ich gucken, wer hier welche Kombos hat. Okay, das verteilt sich auf alle drei, die einzelnen Teile. Und das heißt, es könnte okay, 303 Schaden plus nochmal 600, wenn die anderen beiden noch am Leben sind. Dann natürlich die Shurikens. Wie gesagt, ich muss, wenn ich das ein bisschen sinnvoll verteilen kann, dass das zum Beispiel Darken dann einsteckt, dann ist das kein großes Problem, weil der ja auch alles wieder regenerieren kann, aber der kann natürlich trotzdem auch nur eine bestimmte Menge an Angriffen letztlich abdecken. So, das heißt, da oben kann ich jetzt zumindest ein schwarzes Teil auflösen. Und jetzt noch der Versuch, vielleicht habe ich Glück, dass hier... Also hier geht ja erst die Dreier-Kombo weg, der fällt nach unten, da könnte es schon sein, je nachdem, ob dann da jetzt ein roter nachkommt, dass zumindest diese Kombo hier noch verloren geht, also dass das Teil noch verloren geht. Ansonsten, ja, jetzt habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass ich jetzt eine Kombo habe, ich habe ja gesagt, ich will eigentlich Darken vorne haben, wenn die Felder ausgelöst werden, also... werde ich darauf verzichten, das jetzt anzustellen und das Risiko einzugehen, weil ich will einfach, dass die anderen Schadenspunkte auf jeden Fall auf Darken gehen. Und ja. So, 200. Nochmal. Und da unten auch nochmal. So, das sind jetzt zwar eine ganze Menge Schaden. Es ist aber insoweit nicht schlimm. Zum einen kann ich die jetzt hier sozusagen beseitigen. Das heißt, das ist ein Schaden, der nicht mehr eintreten wird. Und
So, damit ist der jetzt ausgeschaltet. Ha, da hatte ich natürlich jetzt Glück, dass hier eine Vierer-Kombo entstanden ist, womit auch der Teil ausgeschaltet ist. Die anderen Kombos hier, also im Endeffekt die schwarzen Teile, die Shurikens, sind ausgeschaltet worden, weil der Shinobi ausgeschaltet wurde. Und dann gilt es jetzt letztlich, ja mal schauen, also hier kann ich jetzt eine Kombo machen, dann kommt die Blau-Kombo noch mit dazu. Und ja, das dürfte wahrscheinlich im Moment eine ganz gute Kombo sein, vor allem weil dann der Rote noch ein bisschen runterkommt und vielleicht ich hier weitere rote Teile bekomme, um dort eine Kombo mit dem zu machen und die loszuwerden. Ah, das ist natürlich, okay, der Explosionspfeil macht 1300 Schaden, das heißt in zwei Runden sind dann sozusagen, der Taiyatsu ist auf jeden Fall dann weg. Und den Shinobi, wenn ich den bis dahin letztlich noch die 200 Punkte abnehme, dann ist der auch weg. Das heißt, das Level ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Oh, wo ich jetzt aufpassen muss, ihr habt jetzt gerade gesehen, Darken hat jetzt gerade Gesundheit verloren, weil weniger als 6 blaue Angriffsteile auf dem Spielfeld sind. Im Moment ist es unkritisch, weil er hat noch eine ganze Menge Lebenspunkte, aber den Zustand sollte ich auf jeden Fall nicht lange aufrechterhalten. Aber die Runde ist jetzt eh gleich vorbei. Von daher... ja, die Sache ist natürlich, das ist jetzt noch die erste Runde. Genau, es kommt ja jetzt noch eine zweite Runde dazu. So. Ihr seht, die blauen Teile sind noch nicht ausreichend, da brauche ich noch mehr. Und hier gilt es jetzt wieder zu gucken, okay, die Taiyatsus möglichst spät machen, erstmal den Krishu. Zum einen die Krähenfüße sind nämlich ziemlich gefährlich. Wenn der die ausgelöst hat, gibt es hier eben unsichtbare Fallen. Ich glaube 400, okay, hier sind jetzt nur 175, aber zum einen werden die allen drei Charakteren zugefügt. Das heißt, gerade Hawkeye, der letztlich keine Selbstheilungskräfte hat, ist es ziemlich schlecht. Und deshalb gilt es aus meiner Sicht so schnell wie möglich, den Krishu letztlich platt zu machen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Grün-Kombo machen, dann kann ich den Amantium-Spitze Schlitzer einsetzen, auch wenn er jetzt leider nicht viele Rotpunkte hat. Aber für den reicht es allemal, den dann auszuschalten. So. Ja, dann muss ich jetzt mal gucken, weil es lohnt sich natürlich gar nicht für... Ich glaube, dann mache ich das jetzt direkt, weil es sind ja eh schon ja, über 1000 Punkte. Also über 1000 Schadenspunkte, das heißt, es lohnt sich gar nicht, den jetzt vorher zu aktivieren. Also ich mache das jetzt einfach mal so. Ah, okay, da gibt es jetzt noch den Konran. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal primär auf den Konran konzentrieren, den gleich wieder zu beseitigen, weil der jetzt halt auch wieder nicht dieses in Rauch aufgelöst hinterlässt und dann zu versuchen, die beiden Taiyatsus möglichst schnell in einer Runde durch verschiedene Kombos ja, in einem Rutsch letztlich aufzulösen. So, jetzt geht es erstmal darum, hier das noch zu beseitigen. Okay, so ein bisschen vorausplanen. Das heißt, da kann ich jetzt dann... Nein! Okay, jetzt ist es genau falsch rumgelaufen. Das heißt, es hat jetzt gerade das falsche Feld erwischt. So war das nicht geplant. Weil sonst hätte ich natürlich jetzt die Gelb-Kombo und die andere Kombo schön auflösen können. So. Okay, Darken ist immer noch zu wenig Blauteile auf dem Spielfeld. Da schaue ich jetzt mal, dass ich die hier noch runter bekomme. Mal gucken, von wem sind jetzt eigentlich die ganzen Teile. Okay, die sind alle von dem Konran, das heißt, der ist sowieso der passende Gegner, um dort jetzt aufzulösen. So. Okay, aktuell habe ich noch 2 Runden Zeit letztlich, um das wegzubekommen. So, am besten ist noch eine Grün-Kombo, um die Angriffe vorzubereiten. So, jetzt muss ich wieder schauen, dass es rechnerisch aufgeht. Also 55 Schaden, da wäre ich bei 150, 165, würde also nicht ganz reichen. Es kommen aber noch hier
64, 68 hinzu. Das heißt, es reicht ganz genau, also nicht ganz genau, aber es ist ein bisschen drüber, aber auf jeden Fall reicht es letztlich, um ihn zu beseitigen. Und ja, alle Sonderteile, die sozusagen hier ablaufen, sind von ihm. Das heißt, ich habe da nichts mehr zu befürchten. Aber es gibt noch einen. Meine Güte. Sind es jetzt noch 5 oder? Okay, also das heißt, es dauert noch eine ganze Weile, bis ich die sozusagen alle erledigt habe. Also, wenn jetzt tatsächlich noch 5 sind, da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet gehabt, dass da so viele sozusagen Nachfolger kommen. Das ist auf jeden Fall gut. Ihr habt jetzt gesehen, das, was mir sehr schön helfen wird, letztlich hier einfach schnell einige Gegner auszuschalten. So, dann kann ich jetzt hier wieder noch eine Buin-Kombo machen, sozusagen hier noch eine 5er vorzubereiten. Ja, da ist die 5er schon entstanden. Was jetzt noch fehlt, okay, also ihr habt jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000 Schaden, die sozusagen nacheinander ausgelöst werden. Das sollte dann genügen, um einige von den Gegnern auszuschalten. So, da kommt jetzt der nächste. Okay, jetzt geht es mit den Taiyatsus los. Das wird relativ gefährlich, weil ihr seht ja schon, wie hoch diese Schadenswerte sind. Also beziehungsweise wie viel Schaden die da anrichten können, wenn da jedes Mal 3 solche Teile mit fast 50 Schaden dazu kommen. Das heißt, das sind 150 Schadenspunkte, die jedes Mal anfallen. Deswegen werde ich, jetzt werde ich erstmal noch die Combo. Mal gucken, von wem der ist. Okay, die ist sowieso von dem. Also jetzt erstmal wichtig, sozusagen einzelne Fäuste wieder auszuschalten. Und wenn ich jetzt wieder am Zug bin, werden erstmal mehrere ausgeschaltet werden. Und jetzt muss ich versuchen... Okay, Glück gehabt. Das waren jetzt tatsächlich schon die letzten. Also die 5 waren die Gesamtzahl, inklusive der, die noch hier drin waren. Und ihr seht schon, wie hier sich das Spielfeld noch kombiniert hat. Ja, also ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, aber natürlich könnt ihr an solchen Stellen auf jeden Fall einiges erreichen, wenn sozusagen die Gegenseite eben nur aus normalen Gegnern besteht, die nicht eurem Spielfeld rumfuschen können. Direkt könnt ihr ganz gut planen und sehr viel Einfluss auf das Ergebnis nehmen. So, jetzt habe ich hier natürlich schon, weil es 2 Runden waren, bekomme ich auch 2 Belohnungen und habe... Okay, hier schon alle Belohnungen eingesammelt, die es gab. Also 2.500er jetzt. Auf jeden Fall lohnt es sich hier natürlich auch durchaus nochmal zu spielen von 455 Punkten. Und hier seht ihr jetzt schon, das wird jetzt noch um einiges schwerer werden. Ich weiß noch nicht, ob hier jetzt noch ein Gegner auftaucht, aber bevor ich hier weiterspiele, möchte ich euch noch erstmal noch ein paar andere Sachen zeigen. Erstmal die Neuerung, die es gegeben hat. Also hier seht ihr zum einen mein Deck, was ich sozusagen schon an Charakteren gesammelt habt, angefangen letztlich von 1-Stern-Charakteren, die auf dem Maximallevel von 40 bzw. von 50 sind. Hier die Aufteilung ist so, es gibt letztlich 2 bzw. 3 Fähigkeiten und ihr könnt aber maximal 13 aktivieren. Also bei den 2 Fähigkeitsleuten könnt ihr natürlich dann beide bis auf 10 leveln und die kriegen die Maximalstufe 40. Anders ist es letztlich hier bei den 3ern, da könnt ihr nur 13 aktivieren und müsst euch dann entscheiden, entweder ihr macht 2 Punkte weniger oder ihr macht 2, die nur auf 4 gelten, je nachdem wie ihr halt spielen wollt. Ich habe mich hier eben entschieden, dass ich die beiden Fähigkeiten möglichst stark haben will und die ist dann nicht so wichtig. Um jeweils also im Endeffekt, ihr bekommt immer eine Karte, die letztlich immer hier nur eine Fähigkeit sozusagen aktiviert. Danach müsst ihr weitere Karten sammeln, die Fähigkeiten erstmal auf weitere Stufen zu bringen oder generell überhaupt freizuschalten. Hier seht ihr die Belohnungen, die aktuell noch warten. Das nächste Ziel ist, wenn ich jetzt einen neuen Slot freispielen könnte, also wenn ich es rechtzeitig schaffe in den nächsten 6 Tagen, dass ich auf jeden Fall Daken übernehme, ansonsten muss ich eine bestehende Karte aus meinem Deck rauswerfen.
Im Moment habe ich nur die Karten aufgehoben, die 3 Sterne oder besser sind, weil natürlich fallen ganz oft Karten an, die nur 1 oder 2 Sterne haben. Und dann müsst ihr halt schauen, wie weit ihr das unterbringen könnt. Also ich weiß noch nicht genau, was für eine Karte ich dann letztlich rauswerfen werde. Vielleicht hier so eine, also zum Beispiel den Spider-Man, der hat bloß aktuell bisher eine Karte sozusagen auf sich vereint und ist noch nicht sehr viel zu gebrauchen. Und den Wolverine will ich zum Beispiel auf jeden Fall behalten. Das ist so eine 3-Sterne-Karte, die ich auf jeden Fall weiter aufleveln möchte. Und ja, noch ein bisschen hier zu diesen Premium-Geschichten. Also ihr seht hier 200 oder beziehungsweise für 5 Euro gibt es dann so verschiedene Goldwährungsstufen und natürlich hier noch deutlich mehr. Letztlich umgerechnet aktuell, am Anfang kriegt man so einen Slot, glaube ich, sogar schon für 50 und 100. Dann gibt es mehrere Kombo-Pakete, aber inzwischen sind sozusagen ein neuer Slot, hat jetzt schon mehrfach, ich glaube die letzten 2 oder 3, haben 400 solche Goldstücke gekostet. Das heißt, wenn ich dafür zahlen würde, wäre ich irgendwo bei 4 Euro letztlich, wie ein so ein Slot kostet. Und gut, das ISO lässt sich auch alles erspielen. Wie gesagt, das ISO braucht ihr, wenn ihr die Karten hochleveln wollt. Allerdings das Hochleveln der Karten, das ist jetzt noch ziemlich einfach, weil 70 ist das Einstiegslevel für so eine 4-Sterne-Karte. Die Schwierigkeit ist, ihr könnt die nur hochleveln, wenn sozusagen die nächsten Kartenstufen freigeschaltet sind. Also mal im Vergleich, weil die anderen sind alle schon beim Maximum. Also Psylocke mit 2 Sachen ist sozusagen dann bis Level 50. Das nächste wird 71 kosten, also das ist alles noch nicht viel. Captain Marvel, hier seht ihr Level 66. Die hat inzwischen schon 5 Karten sozusagen. 5-mal habe ich die schon gehabt und hier kombinieren können. Mal schauen, von den anderen habe ich im Moment recht wenig. Also ich habe letztlich aktuell keine Karte, die nicht schon auf dem Maximal... Ah doch, der hier ist noch. Also hier seht, hier ist es auch noch 269, das ist ja auch eine 3-Sterne-Karte. Aber ich habe aktuell keine 2-Sterne-Karte, die sozusagen noch auf dem Niveau ist. Hier ist es auf jeden Fall... Also das hier war sozusagen bisher das Maximallevel für eine 2-Sterne-Karte, Level 94. Es hat sich jetzt mit der letzten Erweiterung in der Form geändert, dass es jetzt möglich ist, eben den zu einem Champion erklären zu lassen und dann mit jeder 2-Sterne-Karte, bisher konnte ich sie einfach nur verwerfen oder halt eventuell hier die Kombos ändern, jetzt kann ich hier das beliebig ändern, das heißt, ich kann einfach hier sozusagen das jetzt hochnehmen und sagen, okay, ich nehme eine andere dafür zurück, ohne dass ich Karten brauche, weil vorher brauchte ich Karten dafür. Und jetzt lassen sich 2-Sterne-Karten um weitere 50 Level aufleveln. Das heißt, es geht jetzt bis 144. Genau, also 50 Level höher. Und es kann auch 50 Heldenpunkte, mehrere Tokens, Kommandopunkte und dann noch 3-Sterne-Karten. Also sozusagen der 3-Sterne-Charakter zu dieser Karte, davon bekommt man dann auch mehrere Karten. Also es lohnt sich schon sehr, jetzt die weiter zu leveln und bis man die 2-Sterne-Leute 5-mal bekommen hat, das dauert auch eine ganze Weile. Also von daher ist es nochmal viel Motivation, auch Karten jetzt wieder zu bekommen, die man eigentlich schon hat, die letztlich auch schon auf dem Maximallevel von 94 sozusagen gestrandet sind, so wie hier, die ich jetzt eben auch befördern kann. Hawkeye habe ich jetzt noch nicht befördert, weil ich noch keinen wieder 2-Sterne-Hawkeye bekommen habe. Aber ich kann euch gleich mal noch mitnehmen, letztlich hier zum Einlösen von diesen verschiedenen Belohnungen. Also angefangen, das hier von den Wochenevents, das spiele ich gleich noch mit euch. Also wir sind jetzt gerade bei einer Stunde, also das spiele ich auf jeden Fall noch mit euch. Zeige euch das Wochenevent. Dann hier ist sozusagen der, das ist sozusagen dieser Staatsfeind, wo ich am Anfang, als ich ins Spiel eingestiegen bin, Belohnung bekommen habe. Da kann ich jetzt ein Cover einlösen und bekomme sogar eine 4-Sterne-Karte. Jetzt ist natürlich das Problem, ich habe von dem noch keine und das heißt, der braucht wieder einen neuen Slot. Das heißt, wahrscheinlich werde ich den einfach dann irgendwann verkaufen müssen, weil ich ihn halt nicht einlösen kann. Und jetzt habe ich noch 6 Standardkarten. Bevor dieses neue
ja, dieses neue Erweiterungssystem sozusagen gekommen ist, dass diese 2-Sterne-Charakter können um 50 Level jetzt gesteigert werden, 3- und 4-Sterne- oder 5-Sterne-Charakter, die können sogar bis zu 100 Level noch über sozusagen ihr bisheriges Maximallevel gesteigert werden. Da hatte ich hier über 100 angesammelt, weil es hatte für mich einfach keinen Sinn, die ganzen 1-Sterne-Charakter zu machen, und die 2-Sterne-Leute konnte ich ja auch nichts anfangen. So, jetzt lösen wir mal die 6 ein, mal gucken, ob hier zumindest überhaupt irgendein 2-Sterne- dabei ist oder ob das letztlich alles bei einem Stern verbleibt. So. Aktuell habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Ein-Sterne-Charakter. Okay, das will ich jetzt nicht. Also hier kann man auch noch sein ISO aufgeben, wenn man es nicht für das Aufleveln benötigt. Aber ich sammle es lieber fürs Aufleveln. So, ihr habt es gesehen. Also das sind jetzt die 6 Karten, die letztlich gekommen sind. Also ist nichts dabei, was ich jetzt wirklich nutzen kann. Hawkeye, Storm, Spider-Man, Yelena habe ich noch gar nicht in meinem Portfolio, beziehungsweise habe ich schon wieder rausgeschmissen gehabt. Hier seht ihr wieder, also wenn die jetzt rekrutiert werde, wird die erstmal mit der Einfähigkeit sozusagen aktiviert werden und dann könnte man da weitere machen. Hier Spider-Man, der Netzschwinger, aber den habe ich halt, deswegen seht ihr da auch kein Rekrutieren, beziehungsweise... Genau, also hier Spider-Man, der ist hier schon auf 5, also auf dem Maximum. Das heißt, da kann ich eh nicht wirklich was ändern. Und ja, das heißt, die verkaufe ich jetzt gleich wieder, damit die hier nicht einfach das Inventar sozusagen unnötig voll machen. Also es gibt zwar keine Begrenzung, außer dass eben nach 2 Wochen, also der liegt jetzt schon über eine Woche da. Die anderen habt ihr jetzt gerade gesehen. Das dauert letztlich 2 Wochen, bevor die dann verfallen würden. Ich glaube auch, dass sie leider nicht automatisch verkauft werden. Also ich habe es bisher noch nie ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass sie dann tatsächlich verfallen. Und wenn man die nicht rechtzeitig verkauft hat, dass dann auch das ISO, was man für die Karten bekommen würde, letztlich verloren geht. So, was ich euch jetzt erst noch zeigen möchte, ist den Deadpool Staley. Das gehen wir gleich rein. Habe ich nur noch 2-3 Stunden. Um das sozusagen für heute zu machen, weil das wechselt immer um mittags, also um 11 Uhr ist das zu Ende. Mal gucken, Zeit, ja genau, jetzt ist 9 Uhr, 10, 11, 12, also gegen 12 ist es zu Ende und dann beginnt sozusagen die neue Geschichte. Noch ein bisschen, was das Spiel sonst noch so zu bieten hat. Der Prolog ist sozusagen das, was hier nach und nach freischalten könnt und verschiedene Belohnungen sammeln könnt. Was sozusagen unabhängig von irgendwelchen Events da ist, aber was halt schade ist, wenn ihr das einmal durchgespielt habt, dann kann da nichts mehr gemacht werden. Es ist auf jeden Fall ausreichend, um hier verschiedene Grundausrüstungen natürlich, 1-Sterne-Charakter zu bekommen. Dann gab es, denke ich, auch hier noch ein paar Level, wo es auch also so ein paar Goldwährungspunkte gesammelt werden konnten. Mal schauen, also da wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall konnte ihr damit einfach die, so den Standardsatz von ein paar einstufigen, also beziehungsweise ein Stern Charakteren sammeln. Hier mehrere von diesen Gau-Tokens waren es auf jeden Fall verfügbar zu sammeln. Und es dauert letztlich teilweise ziemlich lange, bis ihr alle 4 Belohnungen einkassiert habt, weil wie gesagt, nur beim ersten Mal, wenn ihr eine Mission schafft, bekommt ihr garantiert eine von den 4 Belohnungen. Danach kann es auch sein, dass ihr nur die Sachen bekommt, also dass ihr nur 20 Geldstücke oder 20 ISOs bekommt und sonst diese ganzen anderen Sachen einfach nicht freigeschaltet bekommt. Das finde ich manchmal ein bisschen nervig, weil es ist einfach ein bisschen wenig, diese 20 ISO-Punkte. Mal gucken, ob ich es euch gleich nochmal zeigen kann. So, also die Dailies, das hier ist die einfachste Mission. Da geht ihr mit 1-Stern-Charakteren rein. Das ist ziemlich leicht. Das hier ist, wenn ihr ein paar gut ausgerüstete 2-Sterne-Karten habt, das ist auch kein großes Thema, das Level zu schaffen. Dann hier nochmal, das ist auch recht ausgewogen, ein bisschen strategisch vorgehen, weil wenn ihr die 2 Sterne auf Maximum habt, sind die bei 94, sind also auch den 3 Sternen hier ganz gut überlegen. Hier geht es dann schon los, was immer ein bisschen schade ist. Ihr braucht für die Mission ja, Bullseye, das heißt, das kann ich euch sowieso nicht zeigen, wie das funktioniert. Weil nur wenn ihr die Mission sozusagen spielen könnt, dann bekommt ihr nämlich genau hier die Möglichkeit,
eben genau für diese, für diesen Charakter, für diesen 3-Sterne-Charakter noch ein weiteres Karte zu gewinnen. Allerdings, das ist dann schon sehr anspruchsvoll bisher gewesen, mit 2-Sterne-Charaktern das hier durchzuziehen. Das wird jetzt vielleicht nach und nach besser, weil ihr eben nicht mehr mit Level 94, sondern bis Level 144, hatte ich ja gesagt, auch mit 2 Sternen hier reingehen könnt. Das heißt, das wird jetzt nach und nach hoffentlich einfacher werden. Aber es ist immer noch das Hemmnis, ihr braucht diesen 3-Sterne-Charakter, um letztlich die Mission zu machen und die Mission. Dann gibt es ab und zu noch Sondermissionen mit einem 5-Sterne-Charakter, die einmal die Woche auftauchen. Das kommt dann hier. Aber jetzt gehe ich erstmal mit euch sozusagen noch kurz diese Dailies durch. Oder vielmehr den Daily mit diesen verschiedenen Missionen. Weil hier sind die Schadenswerte relativ gering. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich jetzt den Gegenangriff von Darken bekomme. So, das sind jetzt gerade mal 29 Schaden, also die Schadenswerte, die dort sozusagen verursacht werden, sind relativ vernachlässigbar. Wenn ihr da ein bisschen geschickt agiert, hier war jetzt sogar schon eine 5er-Kombo, das heißt, Darken hat jetzt auch gleich noch einen ordentlichen Schaden abbekommen. Okay, hier ist jetzt wieder aufpassen, auch wenn es jetzt nur 16 Schaden sind. Ich werde jetzt hier den Hagelsturm gleich noch aktivieren, weil dadurch bekomme ich natürlich jetzt die Möglichkeit, nochmal ziemlich viel Schaden zusätzlich zu machen, im Verhältnis zumindest zu dem, was ist, sind 200 Schaden schon eine ganze Menge. So, jetzt dann letztlich ist Darken schon erledigt. Das heißt, jetzt ist wieder keiner mehr, der sozusagen hier im Spielfeld rumfuscht und kann jetzt einfach die letzten Kombinationen noch fertig machen. Und so, das war's. So, damit ist sozusagen die erste Daily schon geschafft, wo es die 500, ja, die 500 ISO als Belohnung gibt. Und wenn ihr letztlich das hier, die 1500, die könnt ihr nur schaffen, wenn ihr alle Missionen letztlich spielen könnt. So, die 500 ISO. Also nur wenn ihr die beiden Missionen spielen könnt, dann seid ihr in der Lage, diese 15.000 zu bekommen. So ist es einfach interessant. Also hier ist es wichtig, letztlich das Token zu bekommen. Das zeige ich euch dann gleich, wo das eingelöst wird, weil da gibt es auch sehr interessante Möglichkeiten, letztlich zu gewinnen, also so Goldwährung zu gewinnen, weil das ist so ein kleiner Joker-Geschichte. So, hier mache ich jetzt genau die Kombination, was ich schon gesagt habe. Am liebsten mit den beiden und Hawkeye, weil in der ersten Runde dürften es jetzt wieder nur sozusagen Nebencharakter sein, das heißt einfach nur Standardfiguren, die keinen Zug auf dem Schlachtfeld machen können. Und erst in der zweiten Runde geht es dann letztlich so, dass dort Charakter dabei sind, die angreifen können, also die auf dem Spielfeld was machen können. Und deswegen, also hier kann ich jetzt schon gleich die erste Combo vorbereiten. Das heißt, ich mache jetzt hier die schwarzen runter und habe hier sofort meine erste 5er-Combo, die dann auch schon ja, ganz gut weiterhilft, weil mit den Schadenswerten werde ich auf jeden Fall in der Lage sein, die jetzt ziemlich schnell auszuschalten. Also genau, also die Anzahl, die hier steht, sind sozusagen wie der Gesamtkämpfer. Das heißt, es sind 3 Kämpfer sichtbar. Und einer ist jetzt noch nicht sichtbar, der taucht dann erst auf, wenn, ja, wenn die anderen sozusagen dort angekommen sind. Hier ist es jetzt interessant, ich habe ja vorhin gesagt, mindestens 5. Wenn ich den jetzt rüberziehe, habe ich hier letztlich aber sogar eine 6er-Kombo. Da werde ich auf jeden Fall mal den zumindest nehmen. Einfach damit der Schaden, der jetzt hier entsteht, auf jeden Fall sich auch lohnt und ja, den ausschaltet. So, damit entsteht jetzt gleich noch eine eben weitere Sonderkombo. Und jetzt muss ich natürlich gucken, weil alle Taisatsus, jeder, der von denen jetzt natürlich stirbt, ist so, dass die einen erheblichen Schaden, also dass dieses in Rauch aufgelöst, also wieder diese Schadensteile entstehen lassen. Da muss ich jetzt mal ein bisschen schauen, wie ich das am geschicktesten löse. Okay, jetzt habe ich natürlich noch keine grünen Combo, das heißt, ich kann den auch noch nicht schnell ausschalten. Weil es wäre natürlich schön, wenn ich, also die 2 Bausteine werden auf jeden Fall erhalten bleiben. Das heißt, es werden jetzt nacheinander, wenn die das nächste Mal dran sind, diese 3 ausgelöscht.
Danach bleiben mir die beiden noch erhalten, um letztlich den Charakter in der nächsten Stufe auszulöschen. Wie gesagt, das ist alles, wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt, wie diese Spiele ablaufen, dann werdet ihr sozusagen auch in der Lage sein, solche Planungen zu machen. Da seht ihr schon, wer da jetzt gleich auftaucht. Also gehe ich zumindest mal, genau. Also da ist sie jetzt schon, das Query Girl. Das heißt, die nehme ich jetzt auch gleich nach vorne, damit die mir letztlich nicht hier in diesen Kombos rumfuschen kann. So, jetzt geht es auch hier wieder darum, möglichst schnell die, die Angriffsteile hier zu vernichten. Das heißt, hier kann ich gleich schon mal zwei auslösen. Da hat er mir jetzt, beziehungsweise sie hat mir das jetzt ausgelöst. So, und damit ist sie auch schon fast ausgeschaltet. Das heißt, hier kann ich jetzt gleich noch gelb auslöschen. Und dann ist sozusagen der Schaden mit 150 schon relativ gering. Und jetzt sollte sie auch gleich geschafft sein. So, jetzt habe ich letztlich nur noch drei von denen sozusagen zu bekämpfen. Hier kann ich jetzt wieder meine 5er-Kombo nutzen. Das ist natürlich genial. Allerdings habt ihr gesehen, es sind jetzt gerade gleich wieder zwei von denen leider vernichtet worden. Aber so ist es manchmal. Dann wird der Schaden gleich wieder aufgelöst. So, was mir jetzt wahrscheinlich am schnellsten weiterhelfen würde, ist einfach hier diese, den Explosionspfeil noch zu machen. Dazu brauche ich allerdings noch zwei Rot-Kombos. Und die chemische Reaktion, gut, das würde mir auch ganz gut weiterhelfen. Dazu brauche ich dann letztlich hier einfach noch die grünen Kombos. Okay, das kann ich schon mal da. Und den ausschalten. Und dann... So, damit ist der, hat der schon ziemlich viel Schaden genommen. Und dann sollte es jetzt eigentlich schon ganz gut passen. Den kann ich jetzt mit den Wildklauen gleich ausschalten. Und aufgrund der Kombo-Möglichkeiten kann ich jetzt mit der chemischen Reaktion ihn ausschalten. Aufgrund der Schwerter, die hier konsumiert werden. Und damit ist es auch schon geschafft und ich habe relativ wenig Schaden erlitten. Hawkeye hat ein bisschen was bekommen und Wolverine ein wenig mehr. Aber so, das hier ist sozusagen das Wichtige. Das Einzige, was da an der Stelle interessant ist, warum die zweite Mission so spannend ist. Hier seht ihr, ja, also 5 habe ich diese Woche schon freigespielt. Einen Tag, also morgen ist letztlich, oder vielmehr heute ist letztlich der letzte, bevor das hier geschlossen wird. 5 habe ich bekommen, oder 5 habe ich sozusagen schon raus. Mal gucken, ob man die jetzt hier eigentlich sehen kann. Die müssten, glaube ich, auch abgehakt sein. Was ich denn diese Woche schon gewonnen habe, da. Also ihr seht sozusagen hier 2-Sternen-Charakter, hier den 2-Stern. Die habe ich leider nicht, das heißt, die habe ich dann verworfen. Also letztlich verkauft und die 250 ISO eingesackt, bei dem das Gleiche. Also ihr seht schon, bei diesen 300 gibt es eine ganze Menge, die habe ich auf jeden Fall gut nutzen können. Das heißt, Miss Marvel habe ich dann auch eins hochleveln können und dort. So, schauen wir mal, was jetzt noch an Combo rauskommt. Okay, also Storm. Da kann ich euch jetzt zeigen, wie das dann funktioniert. Das war jetzt Storm, die ist jetzt Level 96. Und die kann ich jetzt um 1 aufleveln, bekommen dann nochmal 250 ISO gut geschrieben. Und ja, sie ist wieder um ein Level stärker. So, hier ist jetzt nichts dazugekommen, genau. So, das ist jetzt sozusagen noch die letzte Runde, die ich euch von den Dailies zeigen kann. Und dann ist auch langsam Schluss. Also ich werde euch dann noch ein bisschen das PvP-Element zeigen, weil das hier ist ja... Also hier die Story-Sachen sind alle PvE, wo ihr gegen das Environment spielt. Und das andere zeige ich euch gleich noch. So, hier ist es jetzt für mich sinnvoller. Okay, jetzt kann ich Darken nicht verwenden. Der ist jetzt gesperrt, weil er zum gegnerischen Team zählt, das ist natürlich immer ein bisschen unpraktisch. Auf jeden Fall mit Storm will ich auf jeden Fall nicht spielen, wenn, dann nehme ich jetzt lieber... hier kann ich eh bloß 2-Sterne-Charakter nehmen, das heißt, ich nehme jetzt lieber Thor mit. Wobei es mir aber wichtig ist, Wolverine sozusagen an diese Stelle zu setzen und Thor an die andere, weil
Also für die Kombos, also okay, er hat 31, Wolverine hat auch 31. Das heißt, wenn sozusagen bei einem Feld die Stärke identisch sind, also die Kraft oder die Angriffsstärke für ein Feld, dann wird der aktiviert, der sozusagen hier in der Mitte vorne steht. Das ist sozusagen der zentrale Charakter, der dann bevorzugt wird. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, weil Hawkeye hat nur 30, der ist dann sowieso außen vor. Also ich zeige es euch dann jetzt mal hier in der nächsten Runde. So, das hier heißt, ihr seht, okay, muss ich mich korrigieren, scheint anscheinend nicht in der Form zu funktionieren, weil bisher war es eigentlich immer so, dass wenn die gleich sind, dass die dann vorne stehen, aber okay, das war wohl ein Irrtum. So, hier ist es jetzt speziell, Loki hat eine Sonderfähigkeit, das heißt, wenn ich jetzt die Vierer-Kombo mache, die ich auf jeden Fall trotzdem machen werde, dann erstellt er Sonderteile. Das heißt, solche Teile, die mir dann wieder an die Aktionspunkte klauen. Aber am Anfang ist es jetzt egal, weil ich habe jetzt noch nichts groß aufgebaut. Und ja, das Schöne ist, die kann ich jetzt gleich als Combo sozusagen wieder klein kriegen. Das heißt, hier Combo, da Combo, gelb Combo. Solche Folge-Kombos sind halt immer einfach sehr wichtig, um möglichst viele Aktionspunkte natürlich einzusammeln, aber auch die Schadenspunkte dabei. Das heißt, mindestens solche Zweier-Kombos, wenn es mehr sind, natürlich umso besser. Das Einzige, was ihr dann ein bisschen schauen müsst, dass ihr nicht zu viele Vierer-Kombos letztlich erzeugt. Ja, da ist er jetzt schon, was sozusagen am Schadenswert relativ kritisch ist. Weil er jetzt halt auch seine drei Schwerter, die er dort schon erzeugt bekommen hat, jedes Mal, wenn ich eine grüne Kombo mache, kriegt er eins von diesen Schwertern erzeugt. Und deswegen muss da dann immer ein bisschen aufgepasst werden. Also für Thor ist es jetzt letztlich am wichtigsten, dass ich den Donnerschlag aktivieren kann, weil dann bekomme ich viele grüne, also eben neun grüne Steine aufs Feld. Und dann sollten sich hier auf jeden Fall immer ganz gute Kombos ergeben, wenn ich sogar eben einen Sonderzug. So, jetzt mache ich erstmal den. Und ja, so, jetzt fehlt mir jetzt nur noch eine Gelb-Kombo, um eben diesen Effekt, den ich gerade gesagt hatte, auszulösen. Ja, jetzt hat er natürlich eine ganze Reihe an Kombos, das ist natürlich immer ein bisschen blöd. Das ist auch das, wo ich letztlich am meisten fluche, aber hier habe ich jetzt eine schöne Kombo bekommen. Das heißt, hier wird jetzt gleich Hawkeye letztlich sozusagen zuschlagen und diese Sondersachen bekommen. Jetzt ist wieder das Problem, dass sich da wieder eine ganze Reihe aufgelöst haben. Das ist immer ärgerlich. Und hier kommt dann dazu, ja, da kann ich mir jetzt überlegen, ob ich jetzt hier die Vierer-Kombo aktiviere, dafür diese Reihe, die Reihe und das dort auflöse. Aber aus meiner Sicht dürfte das wohl das Beste sein. Daneben letztlich hier ja, die Sturmanrufe werde ich jetzt mal noch außen vor lassen und ja, tatsächlich zu versuchen, an der Stelle weiterzukommen. Gut. So, jetzt hat der mir wieder 1000 Schaden dort gemacht. Deswegen, und hier hat er auch noch einen Zug dazu bekommen. Das heißt, jetzt erstmal hier ja, diesen Donnerschlag schaffen, um zu gucken, dass ich möglichst, ja, das hier war eine schöne große Kombo, um die Sturmanrufung zu starten, weil die nämlich sehr, sehr viel Schaden verursacht. Das heißt, ich gehe natürlich auf den Wilson und sage hier, okay, jetzt mach mal den Angriff. Und ja, jetzt kann ich hier noch aussuchen, welche von den Kombos ich letztlich aktiviere. Ja, Thor nicht. Ich werde jetzt hier mal schauen, dass ich Wolverine aktiviert bekomme. Einfach damit sozusagen nicht der ganze Schaden. Ja, das war jetzt natürlich in der Hinsicht praktisch, dass er die Vierer-Kombo natürlich vorzieht vor diesem Multiteil, obwohl das Multiteil sehr viel mehr Schaden verursacht hätte. Und jetzt kann ich ihn aber auch schon ausschalten und brauche dafür keine weiteren Fähigkeiten mehr. Also ihr seht, es ist an sich durchaus leicht, je nachdem wie auch das Glück euch ein bisschen gesonnen ist, um letztlich diese Kombination abzuschließen. Das heißt, hier waren jetzt 500 ISO, hier waren 1000 ISO plus dem Token und was war das andere?
ich glaube, es war noch eine zweite Belohnung, die aber so nicht angezeigt wird. So, mehr kann ich in den Dailies jetzt nicht machen. Soweit mal die Stocks. Das Versus, heute ist wieder, ja, heute ist Mittwoch, heute ist Lightning Round. Das zeige ich euch noch ganz kurz, weil es dauert bloß ein paar Minuten. Hier gibt es normal immer noch Season Events, die über mehrere Wochen gehen und mehrere Events sozusagen für die Season gesammelt werden können. Eine Season ist jetzt aktuell noch nicht wieder aktiv, das wird wohl noch eine Weile dauern. Dann gibt es letztlich hier solche übergeordneten, also beziehungsweise solche regelmäßigen Events, die über mehrere Tage gehen. Jetzt muss ich mal schauen, wann ist es für mich am besten, wann das endet. Ja, irgendwie so Mitternacht ist immer eine gute Zeit, weil dann kann ich abends noch ein bisschen spielen und dort reinschauen. Die startet jetzt allerdings dann erst in 2 Stunden. Funktionieren tut die letztlich genauso wie das, was ich euch hier zeigen werde. Also ihr habt einmal hier die direkten Belohnungen, die ihr euch erschließen könnt und natürlich, wenn ihr einen bestimmten Rang am Ende des Events schafft, genauso wie innerhalb der Allianz ihr Rangbelohnungen bekommt, das ist immer ziemlich ähnlich aufgebaut. Bei der Lightning Round ist es letztlich ziemlich ähnlich, oh, die geht bloß noch 10 Minuten, dann beeile ich mich mal schnell und schaue, dass ich euch hier noch sozusagen was zeigen kann. Also hier spiele ich jetzt ziemlich grundsätzlich Lightning Round, das heißt, ich muss mit Ragnarok spielen. Das heißt, ich nehme im Endeffekt nur Darken und Wolverine dazu und spiele mit den beiden. Habe jetzt 10 Minuten, bevor die Runde endet. Danach ist eigentlich den ganzen Tag, alle halbe Stunde wird so ein Level aktiviert. Zum Erreichen der ersten 150 Teile oder zum Erreichen der ersten 150 Punkte ist es ziemlich leicht, weil ihr da immer Ragnarök habt und dann meistens 2 Figuren, die sozusagen leveltechnisch ziemlich niedrig bewertet sind. So, das heißt jetzt erstmal schnell die beiden Nebencharakter aus meiner Sicht auszuschalten, bevor ich dann jetzt ist wieder ein Vierer-Kombo, klar, da müsst ihr dann rechtzeitig ein bisschen überlegen, dass ihr solche Kombos nicht so ohne weiteres zuspielt, aber ihr seht, dass die auch ziemlich wenig Schaden machen, zum Glück. So, da ist jetzt wieder eine Vierer-Kombo, also ich zeige euch gerade, wie ihr nicht spielen solltet. Das ist sozusagen dann immer die Frage der Hektik geschuldet, wenn ihr in sowas noch sehr kurzfristig einsteigt, um dort letztlich, okay. Hier zeige ich euch noch einen Vorteil, obwohl ihr gesehen habt, dass das eigentlich eine Fünfer-Kombo geworden wäre, ist in aller Regel so, dass der Computergegner nie Fünfer-Kombos macht, wenn er auch eine Vierer-Kombo machen kann. Also da ist die KI definitiv sozusagen runter skaliert, zu sagen, dass die KI lieber eine Vierer-Kombo macht als eine Fünfer-Kombo. Glaubt mir, es ist schon eine sehr angenehme Entlastung, dass das der Fall ist, weil ansonsten, es gibt einfach Stellen, da würdet ihr euch über den Zufall, wie sozusagen hier Teile zugeordnet werden, einfach nur die Haare raufen und zu Tode ärgern und wahrscheinlich das Spiel nicht lange spielen. Weil es so schon schlimm genug, dass wenn Teile von oben runterfallen, die dann Fünfer-Kombos und noch was machen, dass es ganz, ganz entlastend sein kann, das sozusagen mal in dieser Form zu erleben. So, jetzt werde ich schauen, dass ich den jetzt hier eben mit den 2000 Angriffspunkten von hier klein bekomme. Und das dürfte es dann jetzt auch schon gewesen sein. So, wie gesagt, Lightning Round, das geht 1,5 Stunden. Dann ist eine halbe Stunde Pause, bevor die nächste Lightning Round kommt. Das ist immer ein Tag in der Woche. Hey, Ares, 2-Sterne-Karte. Wie gesagt, das lohnt sich jetzt sehr, weil Ares habe ich schon Maximallevel und kann den dann noch anpassen. So, jetzt habe ich, glaube ich, hier gespielt. Also ihr seht hier für die ersten so bis 150 Punkte etwa, es geht es ruckzuck, weil ihr diese 2 ganz schnell ausschalten könnt. Wie viel habe ich jetzt noch? 7 Minuten. Schauen wir mal, dass ich sozusagen noch ein paar Belohnungen abgreifen kann und nehme euch jetzt mal die paar Minuten noch mit, weil ob das jetzt 1 Stunde oder 1,5 Stunden sind, denke ich, ist jetzt für das Video auch egal. Wie gesagt, hier ist es jetzt nur wichtig, möglichst zügig sozusagen die beiden anderen Charakter auszuschalten. So, jetzt kriege ich da, dann mache ich jetzt aber Hawkeye, damit der gleich weg ist, eine Vierer-Kombo. Dann jetzt wieder noch einmal zurück auf Storm. Das ist natürlich auch immer der Vorteil, ihr könnt normal immer beliebig auswählen, gegen wen eure Angriffe sozusagen gerichtet sind.
während ihr umgekehrt selektieren könnt, mit dem, wie ihr Angriffe hier auf dem Spielfeld auswählt, sozusagen wen ihr angreift. Also beziehungsweise wer von euren Figuren den Schaden einstecken soll, der jetzt mit dem nächsten Angriff oder der nächsten, also hier, das sind schon diese Kombos, wo dann längere Ketten ausgelöst werden und das Spielfeld irgendwie nicht schnell genug zur Ruhe kommt. So, fügt drei blaue hinzu, aber das nützt mir jetzt noch nicht wirklich was. So, das Besondere ist, wenn der diese Teil dazugefügt hat, ihr könnt, wenn ihr die in der Combo verwendet, mehr AP generieren, also mehr Aktionspunkte und zusätzlich auch also mehr Aktionspunkte und natürlich auch mehr Schaden. Zumindest das mit dem mehr Schaden habe ich teilweise jetzt noch nicht so wirklich gemerkt, aber das mit den Aktionspunkten klappt auf jeden Fall. Das heißt, ihr bekommt dann wirklich diesen Schaden sozusagen gut geschrieben. So, jetzt habe ich die chemische Reaktion, habe bisher aber erst einen von diesen Teilen da drin und die grünen Kombos sind leider... Okay, jetzt habe ich da oben eine grüne Kombo bekommen. Dann kann ich hier jetzt, dann sollte es jetzt so weit hinkommen. So, das heißt einmal Wild klauen, damit noch mehr von den Teilen erzeugt werden und einmal die chemische Reaktion, damit 2000 Schaden verursacht werden und ich gewinnen kann. So, jetzt habe ich wieder, also so, die erste Stufe mit 50 Punkten habe ich jetzt erreicht. Jetzt fehlen mir nur noch 29 Punkte. Wenn ich die jetzt noch gespielt bekomme, genau, 30 Punkte, das heißt, ich bekomme auch sozusagen die nächste Belohnung noch, wenn ich die innerhalb von den wenigen Minuten abschließe. So, fangen wir gleich mal an, Venom auszuschalten. Zack, so, der erste ist weg. So, der nächste ist jetzt Iron Man. Ja, da sind auf jeden Fall hier 1 Kombo, 2 Kombo, 3 Kombo, sehr schön. Iron Man ist geschafft. So, jetzt fehlt mir letztlich nur noch ein bisschen Grün und ein bisschen Blau. So, machen wir erstmal das Blau, damit ich den Schlitzer benutzen kann. Und dann habe ich jetzt noch ein neues Schwert und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch eine Grün-Kombo, damit ich letztlich, ja gut, so geht es natürlich auch, weil wenn er die Schwerter erzeugt, reicht das an sich auch, um letztlich genug Schaden zu verursachen. Aber es ist halt dann trotzdem nur 2000 Schaden. Okay, gut. Gut, dann mache ich das jetzt in der Kombination, dass ich letztlich erst den Donnerhall auf ihn herunterfallen lasse. Womit er jetzt schon knapp an 2000 Schaden heran ist. Also oder 2200 Lebenspunkte. So, jetzt 142 und mit einer Combo kann ich ihn dann wieder ausschalten. Zack. So, das heißt, ihr seht, dieser Blitzkampf ist letztlich auch ziemlich schnell, zumindest in diesen Grundwerten sozusagen, zu schaffen. Das nächste werde ich jetzt sowieso von der Zeit nicht mehr schaffen, weil 150 Punkte jetzt anzusammeln, das dauert ziemlich lange, weil, wie ihr gesehen habt, das war eben jetzt noch 30 Punkte, jetzt bekomme ich für den nächsten nur noch 27 und das geht immer weiter runter. Also diese, und letztlich in der Hierarchie, es ist so, dass ihr, ich denke es sind 500, oder ich muss mal gucken, wo die Eventbelohnung, okay, nee, hier spielen sozusagen alle mit, sozusagen die direkt parallel dabei beteiligt sind, jeder gegen jeden, aber je höher ihr steigt, desto weniger Punkte könnt ihr letztlich bekommen und desto stärker werden hier auch dann nachher die Gegner. Also das hier sind jetzt alles noch eigentlich generische Gegner. So bis etwa 220, 230. Danach habt ihr auf jeden Fall Gegner, die hier irgendwie um die Level 60 sind, 2 Sterne, 3 Sterne Charakter haben. Das heißt, ihr werdet 1 bis 2 Kämpfe machen müssen, die in dieser Hinsicht deutlich stärker sind. So, jetzt ist die Frage, ob ich in den 2 Minuten noch einen anfange. Ich denke mal nicht. Also ich denke, ihr habt ein bisschen verstanden, dass hier sozusagen das Versus ist das PvP-Element. Wo ihr nicht wirklich online gegen jemanden kämpft, sondern eher so gegen jemanden kämpft, dass ihr sozusagen gegen Karten, die er verwendet hat, kämpfen werdet, aber nicht gegen sozusagen den menschlichen Gegner. Ja, soweit für heute. Das ist sozusagen das erste Mal, dass ich euch jetzt das Spiel gezeigt habe und mit euch dort gespielt habe. Und
Ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall euch öfter mal mitnehmen, weil manchmal, es waren schon sehr, sehr spannende Sachen, wo es unglaublich knapp war, doch noch eine Mission zu gewinnen oder eine Mission abzuschließen. Und ja, das hat mir einfach im Nachhinein gemerkt, oh, das hätte jetzt echt Spaß gemacht, das einfach mal auch rauszustellen und zu gucken, hey, was, mit was für einer Strategie, mit welchen Sachen bin ich da rangekommen und wie weit hat das geklappt. Ja, soweit für heute. Ich hoffe, es hat euch ein paar Informationen gegeben, wie das Spiel funktioniert, vor allen Dingen über die, wie gesagt, die Neuerung mit den Champions, die aus meiner Sicht erstmal wieder sehr motivierend ist, auch wieder jetzt 2-Sterne-Charakter weiter aufzuleveln. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, schreibt einfach in die Kommentare und ich bin sicher, ich werde auf jeden Fall mal wieder eins von diesen Spiele-Sessions streamen. Und ja, auf bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.